Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir und zu meiner heutigen Rezension zu einem der Longlist-Bücher. Ich habe das ja gestern angekündigt und heute kommt die nächste Rezension zu dem nächsten Buch. Und zwar geht es um PS, du fehlst mir von Hannah Sieban. Ganz viele von euch hatten mir übrigens geschrieben, dass Hannah Sieban eine tolle Autorin ist und dass sie viele andere tolle Bücher geschrieben hat. Und deswegen war ich natürlich umso gespannter auf das Buch. Und außerdem, ja, muss ich sagen, hat mich das Cover direkt gehabt. Ich finde das so, so, so schön. Ich finde die Farben richtig hübsch. Dann das mit dem Schmetterling hat auch eine Bedeutung. Ich finde das einfach total toll. Und es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und auch der Klappentext hat mich wirklich direkt angesprochen. Denn es geht hier um Noah und Sarah. Und ja, es ist jetzt schon 2 Jahre her, seitdem Noah und Sarah sich gesehen haben. Aus bestimmten Gründen, die ich euch aber nicht verraten werde. Ich werde allgemein ein bisschen kryptisch reden. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, aber ich möchte euch einfach nicht spoilern. Weil ich es einfach so toll fand, dass das Buch eigentlich auch im Klappentext vollkommen ohne Spoiler ausgekommen ist. Weil es ist ja oft so, dass im Klappentext schon direkt alles erzählt wird, was so in den ersten 150 bis 200 Seiten passiert. Also es ist bei manchen Klappentexten wirklich so. Es ist ganz oft zum Beispiel bei Colleen Hoover Büchern so. Und hier ist es nicht so. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es hat einfach sehr oft bewirkt, dass man diesen Überraschungseffekt hat, dass man eigentlich gar nicht wusste, worum es wirklich geht. Und ja, wie gesagt, Noah und Sarah haben sich lange nicht gesehen. 2 Jahre, meine ich, sind es, genau. Und in diesen 2 Jahren haben sie aber einander Briefe geschrieben, weil sie sich halt lieben. Sie sind schwer verliebt ineinander. Ja, und nach 2 Jahren des langen Wartens und des Briefeschreibens kehrt Noah dann zurück, um Sarah endlich wiederzusehen und endlich wieder mit ihr vereint zusammen sein, wieder mit ihr zusammen zu sein und endlich ja, all das leben zu können, was die beiden verpasst haben. Aber es kommt leider nicht so, wie Noah denkt. Genau, Sarah ist nämlich gar nicht mehr da. Sie ist weggezogen, sie ist woanders hingezogen. Zwar nicht weit weg, aber er findet sie auch ziemlich schnell. Und auch da lauert schon die nächste Überraschung auf ihn. Und er sieht Sarah mit einem anderen. Und er fragt sich, okay, was ist jetzt passiert? Waren alle diese Briefe eine Lüge, in denen Sarah ihm zum Beispiel versprochen hat, auf ihn zu warten und das alles? Und ja, das ist so der grobe Inhalt dieses Buches. Ich würde sagen, vom Cover habe ich ja schon geschwärmt, das lasse ich jetzt sein. Mir gefällt das Cover unglaublich gut. Ich finde, es passt auch richtig schön zur Geschichte, weil das so schön harmonisch ist und es hat so tolle Farben. Und ich finde, es passt auch sehr gut in das Genre. Und kommen wir zum Schreibstil. Erstmal, das Buch ist aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Zum einen aus der Sicht von Noah und aus der Sicht unserer weiblichen Protagonistin. Und teilweise lesen wir auch in Briefform, weil wie gesagt, Noah und Sarah haben sich ja über 2 Jahre lang Briefe geschrieben und die bekommen wir dann teilweise auch zu lesen. Ich kann euch das gerne mal zeigen. Warum habe ich hier denn eine Serviette drin? Fragt mich nicht. Moment, ich meine ganz vorne war direkt einer, genau. Hier sehen wir das dann so in Briefform. Seht ihr jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber ja, auf jeden Fall lesen wir quasi, sag ich jetzt mal, aus den 3 Perspektiven, obwohl es eigentlich 2 sind. Und ich sag mal so, in der Briefform erfahren wir viel über die Vergangenheit der beiden, wie die sich kennengelernt haben, wie die sich lieben gelernt haben, wenn man so mag. Und das erfahren wir halt alles so ein bisschen in den Briefen, die hier geschrieben werden. Und wie bereits gesagt, wird das Buch aus beiden Sichten geschrieben, also aus Noahs und aus der weiblichen Perspektive. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte das sehr gerne. Auch wenn es am Anfang aus einem bestimmten Grund ein bisschen verwirrend war. Aber wer das Buch gelesen hat, wird vielleicht verstehen, was ich meine. Ich möchte euch jetzt, also es ist nicht schlecht gemeint, es war am Anfang ein bisschen verwirrend. Aber als sich dann so ein bisschen was aufgeklärt hat, konnte man es dann verstehen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, die Geschichte war für mich nicht öde oder langweilig oder vorhersehbar. Ich habe mir so das ein oder andere gedacht, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich denke sowieso immer an allem vorbei. Es ist nochmal ganz anders gekommen, direkt ziemlich weit zu Anfang.
Ich glaube, so nach den ersten 60, 70, 50 Seiten ist schon so eine kleine Sache, wo man sich so denkt, wow, das habe ich gar nicht von der Geschichte erwartet. Also die Geschichte kommt wirklich so mit Wendungen und allem daher, wo man eigentlich überhaupt nicht mitrechnet und was ich mir, als ich den Klappentext gelesen habe, überhaupt nicht so gedacht habe. Und es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, dass man da so ein bisschen, ja, ich sag mal, überrascht wurde. Und auch der Verlauf der Geschichte, teilweise, sage ich ganz ehrlich, ging es mir ein bisschen schnell. Auch da wieder, das muss man jetzt verstehen, wenn man es nicht gelesen hat, aber ich möchte euch echt nicht spoilern, weil das wird euch echt das Buch kaputt machen und das möchte ich nicht, weil das Buch im Großen und Ganzen wirklich gut war. Wie gesagt, teilweise ging mir da das ein oder andere ein bisschen zu schnell, wo ich mir so gedacht habe, okay, gerade so, jetzt auf einmal zwei Seiten später so, das ist jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Das war so ein kleiner Knackpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so realistisch, aber es hat mich jetzt nicht unbedingt gestört, sage ich mal so. Also es war schon, also was heißt gestört? Es hat ein bisschen gestört hat es mich schon, aber es hat mich nicht an meinem Lesefluss gehindert und hat mich nicht daran gehindert, das Buch weiter in Ruhe lesen zu können. Wie gesagt, zum Ende und allem möchte ich gar nichts verraten, aber der Schreibstil ist auf jeden Fall locker leicht. Das Buch ist auch so ein Buch, das man irgendwie nicht aus der Hand legen kann, weil man denkt sich immer so, noch ein Kapitel und dann muss man einfach weiterlesen, weil man denkt sich so, okay Gott, wie geht es jetzt mit den beiden weiter? Was passiert jetzt? Was kommt da jetzt auf mich zu? Und ja, das hat einfach so einen Suchtfaktor gehabt, dieses Buch. Und ich kann es euch wirklich empfehlen. Es ist eine locker, leichte, schöne Geschichte, auch mit, wie ich finde, mit traurigen Elementen drin, die aber, ja, ich sag mal, nicht so hoch gespielt werden. Also es ist jetzt kein Buch, wo ich den ganzen Tag Schluchz und Wasser heulen würde. Es hat mich auch ein bisschen so zum Nachdenken gebracht, sag ich ganz ehrlich. Nicht, weil die Thematik so ernst war, sondern einfach, weil das, was hier in dem Buch passiert ist, das war so irgendwie, ich habe mir so gedacht, boah, krass, stell mir vor, das passiert so. Also ich musste mir das irgendwie die ganze Zeit versuchen vorzustellen und irgendwie habe ich deswegen immer wieder über dieses Buch nachgedacht. Und ja, ich kann es euch wirklich ans Herz legen, wer Lust hat auf eine locker, leichte, süße Liebesgeschichte, der kann das wirklich lesen. Das soll es auch schon mit meiner Rezension gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und kann euch vielleicht dazu bewegen, das Buch zu lesen. Ich werde es auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Und ja, ich finde das auf jeden Fall, ich finde es so schön. Es hat einfach so einen Frontplatz im Regal verdient, weil es so hübsch ist. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht Lust habt, das Buch zu lesen oder ob ihr das vielleicht schon kennt, beziehungsweise ob ihr ein Buch der Autorin kennt. Ich habe nämlich auch hinten im Buch gesehen, sie hat echt schon ein paar Bücher geschrieben und ja, es sind echt ganz viele. Hier eine ganze Reihe und deswegen schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr was von ihr kennt und wie es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!